14 Punkte für den Youngster. 14 Punkte Rückstand für den MTV. Die Zeit rinnt den Hessenern davon. Und Braunschweig spielt die 30 Sekunden runter, mittlerweile bei 10. Fehlpass von Secker. Patrick King. Kein Foul von Oliver Braun. Weiter geht's, der nächste Angriff der Braunschweiger. Und das nächste Foul von Juha Lutane. Natürlich ein taktisches Foul. Uhr anhalten. Und ein Spieler der SG Braunschweig an die Freiwurflinie bringen. Ja, noch ein bisschen zur Punkteverteilung bei den Braunschweigern. Scooter Berry mit 11. Dom Sheehy mit 16. Mark Flick mit 14. Oliver Braun mit 16. Mike Jekyll mit 11. Ein typisches Ergebnis. Typisches Fazit bei den Mannen der SG Braunschweig. Mannschaftsgeist. Vielleicht das entscheidende Stichwort bei den Niedersachsen. Normalerweise, wenn Doug Spedley dabei ist, 5 Leute, die zweistellig punkten. Ähnlich wie die Statistik von heute. Anders hingegen bei den Gießlern. Wir haben den Topscorer der Liga in ihren Reihen. Mit Keith Gatlin, knapp 24 Punkte für ihn. Die Gefahr ist natürlich immer groß, wenn man so einen überragenden Spieler in der eigenen Mannschaft hat. Wie geht man damit um? Und vor allem, was machen die Gegner damit? Lässt man Keith Gatlin seine Punkte machen und sagt, okay, soll er seine 25, 30 machen, aber dafür nehmen wir die Effektivität seiner Mitspieler auf. Zum Beispiel Juha Lutane, der jetzt sein 5. Foul begeht, sich vorzeitig verabschieden muss. Oder setzt man einen Keith Gatlin von vornherein unter Druck, eine Strategie, die Bill McGarity angehen wollte, zumindest überlegt hatte, aber sie war nicht notwendig. Keith Gatlin mit einem bisher guten Spiel, wie ich finde, nicht dominierend, nicht überragend, 20 Zähler für den Amerikaner beim MTV. Mark Flick an der Freiwurflinie. Inzwischen bei 15 Zählern gelandet. Macht 16. So, ich habe Ihnen vorhin versprochen, dass wir versuchen werden, Sie auf dem aktuellen Stand der Dinge zu halten, was die Ergebnisse in anderen Hallen betrifft. Zum Beispiel das Spiel Leverkusen gegen Freiburg. Nochmals als Hinweis, wenn Leverkusen gegen Freiburg gewinnen sollen, und danach sah es zumindest schon zur Halbzeit aus, 67 zu 48, komme ich gerade aufs Ohr gesagt, der Endstand in Leverkusen. Also jetzt ist es definitiv der Verlierer dieses Spiels. Der Verlierer zwischen Braunschweig und Gießen ist nicht in den Playoffs dabei. Und im Moment sieht es ganz danach aus, als wenn es den MTV Gießen treffen würde. Obwohl man ihm, der Nummer 14 bei den Gießenern, mit Sicherheit keinen Vorwurf machen kann. Er hat überzeugt, ich finde, mit einer kämpferischen Leistung und vor allem mit seinen Punkten. 18 Zähler, die Nummer 2 hinter Keith Gatlin. Ein bisschen Aufregung, alles halb so wild. Gießen bleibt im Ballbesitz. Thomas Andres. Ja, jetzt müssen sie natürlich faulen. Uhr anhalten. Ja, oder auch nicht. Passstaffette. Der SG Braunschweig. Foul von Patrick King, begangen an Mike Jekyll. Der darf an die Freiwurflinie treten. Aber das Ganze nochmal. Ja. Er hat zwar den Ball getroffen, aber auch den Unterarm von Mike Jekyll. Ganz korrekte Entscheidung der Schiedsrichter. Mike Jekyll an der Linie. Erneut wohlverdienter Applaus für Oliver Braun, der Mann mit der Nummer 13. Ein tolles Spiel von ihm. 16 Punkte, 8 Rebounds
knüpft fast nahtlos an seine tolle Vorstellung beim Sieg gegen Leverkusen an. Da hat er 17 Punkte und 16 Rebounds gemacht. Sicherlich ein Kandidat, nicht kurzfristig, aber auch mittelfristig für den Bundestrainer Henrik Detmann. Thomas Andres. Es wird jetzt nicht mehr viel als Ergebniskosmetik sein, was die Gießner noch machen können. Der Sieg der SG Braunschweig ist so gut wie sicher. Das heißt, bei aller Wahrscheinlichkeit werden die Braunschweiger wohl die reguläre Saison auf Platz 6 beenden und hätten es damit in Runde 1 der Playoffs mit dem Drittplatzierten zu tun. Und das wäre TTL Bamberg. Nochmals zur Anmerkung, die ersten vier Mannschaften nach Ende der regulären Saison genießen ja zunächst mal Heimrecht in den entscheidenden Spielen. Es wird absolviert eine sogenannte Best-of-Seven-Runde. Da ist die Mannschaft, die zuerst vier Spiele gewinnt, kommt dann eine Runde weiter. Der entscheidende Heimvorteil liegt natürlich bei den Mannschaften, die auf Platz 1 bis 4 die reguläre Saison beenden. Das heißt, die Mannschaften von Platz 5 bis 8 müssen es in Kauf nehmen, dass ihre Gegner in den eventuell entscheidenden Spielen Heimrecht genießen. Spielerwechsel, die 10. Klasse, die 2.